habe relativ schnell gemerkt, trotz der jungen Jahre, dass man im Bau eigentlich kein Geld verdienen kann und man muss Projektentwickler werden. Kurzech hat es geschafft, mit 2 Mitarbeitern, einem LKW und einer gebrauchten Betonmischmaschine einer der größten Bauträger Deutschlands zu werden. Wie er das bewältigt hat und wie er eine Unternehmensgruppe mit über 12.000 Mitarbeitern und ca. 350 Firmen geschaffen hat, das erfahrt ihr in diesem Video. Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge From Rags to Riches. Mein Name ist Florian Bruckschlegel und in dieser Serie möchte ich euch spannende Unternehmer vorstellen, um gemeinsam von diesen lernen zu können. In der heutigen Folge dreht sich alles um Kurt Zech. Wir werden seinen Karriereverlauf von Anfang bis heute nachvollziehen und auf die wichtigsten Ereignisse eingehen. Wenn euch diese Serie gefällt, lasst mir gerne ein Like und ein Abo da und schreibt mir gerne in die Kommentare, welchen Unternehmer oder auch Unternehmerin ihr euch als nächstes wünscht. Eine Info noch, bevor es losgeht, ihr findet alle Folgen auch auf Spotify. Der Vater von Kurt, Gustav Zech, legte im Februar 1909 den Grundstein für die Zech Group. In der Nähe von Breslau im heutigen Polen gründete er eine Baufirma. Am 2. Januar 1957 wird Kurt Zech in Bremen geboren. Nach seiner Schulzeit übernahm Kurt Zech mit 21 Jahren und einem Partner die Geschäfte. Er erbte aber damals kein Imperium. Im Gegenteil, es handelte sich um einen kleinen Betrieb, den sein Vater gedanklich bereits liquidieren wollte, da er mit starken gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hatte. Im Mai 1978 kam es dann zum Showdown. Sein Vater wollte den Laden schließen, während Kurt noch im ersten Lehrjahr seiner Bankkaufsmannlehre bei der Sparkasse Bremen steckte. Er musste sich entscheiden, soll er die Firma weiterführen oder bei der Bank bleiben. Sein Vater wünschte sich ausdrücklich, dass er nicht in die Baubranche wechselt und lieber ein entspanntes Leben als Angestellter führt. Wie ihr es schon erahnen könnt, hat er sich für die Baubranche entschieden. Mit einer Sondergenehmigung des Bankvorstands aufgrund seines Status als Auszubildender gründete er am 1.10.1978 die Firma Kurt Zech GmbH. Mit der Zeit entstanden Niederlassungen in Hamburg, Rostock und Pritzwalk und Tochtergesellschaften in Wuppertal und Paderborn. Zechbau war in Bremen an verschiedenen Großprojekten beteiligt, unter anderem am Bau der Westkurve des Weserstadions, am Flughafen, im Schnorr, an der Universität, am Universum, an den Messehallen, beim Umbau am Theater am Goetheplatz und am Polizeipräsidium in der Fahr. Mit der Entwicklung und dem Bau des Köbogens in Düsseldorf hat die Zech Group ein Landmarkprojekt realisiert. Aus der Zech Bau entwickelte sich eine Unternehmensgruppe, deren Dach heute die Management Holding Zech Group GmbH bildet. Zur Unternehmensgruppe gehören Bau- und Ausbauunternehmen, Fachplanungsbüros, Immobilienfirmen, Projektentwickler, Hotels, Industriebeteiligungen und viele weitere. Wie wir zu Beginn dieser Dokumentation gesehen haben, hat Kurt Zech relativ früh erkannt, dass man mit dem Bauen alleine nicht wirklich die große Kohle machen kann. Viel lieber hat er sich mit der Projektentwicklung beschäftigt. Was versteht man unter Projektentwicklung? Die Idee ist es, einen Entwurf zu machen oder ein neues Gebäude zu konzipieren, dafür eine Baugenehmigung zu bekommen und damit den Wert des Grundstücks erheblich zu steigern. Es ist ein großer Unterschied zwischen einer Wiese und einem Grundstück, auf dem ein neues Gebäude errichtet werden darf. Und im Idealfall gibt es auch schon dafür genaue Pläne und eine Baugenehmigung. Und dann ist dieses Grundstück deutlich mehr wert als der reine Acker oder die reine Wiese. Nachdem man diesen Mehrwert geschafft hat, kann man entweder das Grundstück wieder veräußern mit Baugenehmigung oder alternativ, man kann es auch selber bauen. Und in diesem Prozess lässt sich ein riesen Mehrwert dem Grundstück hinzufügen und das Ganze mit weniger Aufwand. Bei einer Baufirma oder bei reinem Bauen brauchst du Mitarbeiter, du brauchst einen Fuhrpark, du brauchst die Aufträge, du musst erstmal diese Firma aufbauen und dann hast du den riesen Konkurrenzdruck durch viele andere und vor allem auch ausländische großen Baufirmen. So, bei der Projektentwicklung hingegen musst du das Grundstück finden, ja, das erkennen, einen Architekten beauftragen und die Baugenehmigung durchbekommen. Und mit diesen Schritten schaffst du schon einen riesen Mehrwert mit im Verhältnis in meinen Augen auch weniger Aufwand. Verfolgt man die Unternehmensgeschichte zurück, so stellt man fest, dass viele Gründungen und Übernahmen folgen. Entweder durch die Zech Group selbst
oder durch deren Tochtergesellschaften, die für ein rasantes Wachstum der Unternehmensgruppe sorgen. Das Besondere, die meisten Firmen hat Zech nicht selbst gegründet. Er hat sich ihre Reste geschnappt. Wenn anderen die Pleite droht, geht es für ihn erst los. Krisenfälle wecken mein Ehrgeiz, sagt er und versucht trotz roten Zahlen gute Werte in Unternehmen zu sehen. Die Ankäufe finden nicht nur bundesweit statt, sondern auch international, sodass ihm auch Baufirmen in Brasilien und China gehören. Um einen Überblick über die Unternehmen zu bekommen, möchte ich im Folgenden auf die Unternehmensstruktur eingehen. Anfang 2019 nimmt die Unternehmensgruppe eine Umstrukturierung vor und bündelt die bisherigen 6 Sparten Construction, Real Estate, Hotel, Environment and Technology, Industry und International und Consulting wie folgt. Die Zech Group SE ist eine strategische Management Holding, unter deren Dach 3 Geschäftsbereiche mit jeweiligen operativ tätigen Führungsgesellschaften zusammengefasst sind. Diese Muttergesellschaft koordiniert die Arbeit der 3 Sparten, entwickelt die Gesamtstrategie und formuliert die globalen Ziele für die Weiterentwicklung der gesamten Unternehmensgruppe. Geschäftssitz ist in der Bremer August-Bebel-Allee 1, in einer umgebauten ehemaligen Firmenniederlassung von IBM Deutschland. In der Sparte Building ist die Zechbau Holding GmbH mit ihrer angeschlossenen Unternehmen schwerpunktmäßig im schlüsselfertigen Hoch- und Spezialbau tätig. Mit deutschlandweit 116 Niederlassungen zählte die Zechbau Holding zu den größten deutschen Familienunternehmen. Ein weiterer Block ist die Deutsche Immobilien Holding AG. Diese bildet mit ihren Tochterunternehmen auf 35 nationalen Standorten und 5 internationalen Standorten den Bereich Real Estate. Zum Leistungsumfang gehören die Projektentwicklung komplexer Maßnahmen um Gewerbe- und Wohnungsbau sowie die Initiierung, Platzierung und Verwaltung von Anlagefonds. Der dritte Block, hier in hellblau, stellt die Hotelsparte dar. Hier ein paar Zahlen und Fakten. 24 Hotels, knapp 5000 Betten und über 1600 Mitarbeiter arbeiten in der Zech Hotel Holding. Und auch hier stellen sie sich breit auf. Mit verschiedenen Hotellinien sprechen sie alle Zielgruppen an. Von Mittelklasse bis zu Luxus. Wie wir sehen können, deckt Kurzech die gesamte Wertschöpfungskette ab. Vom Entwurf bis zur Herstellung und Betreiben einer Immobilie kann er alle Leistungen im eigenen Haus abbilden. Zum Erfolg gehört es aber auch zu scheitern. Wie jeder Unternehmer fällt auch Kurzech ab und zu hin. Viel wichtiger ist es aber, wieder aufzustehen, daraus zu lernen und nach vorne zu schauen. In einem Interview gibt Kurzech außerdem zu, dass sein Investment in die Schifffahrt sein größter finanzieller Rückschlag gewesen ist. Sein größter emotionaler Rückschlag war die verpasste Kaufoption für das insolvente Hotel Atlantik in Hamburg. Wer dieses Hotel schlussendlich erworben hat, das erfahrt ihr in einem anderen Video. Schaut dieses euch unbedingt auch an. Nicht nur das Wasser begeistert Kurzech, sondern auch das Feld. Kurzech ist der größte Einzelagrarunternehmer in Deutschland. Ihm gehören neben der Deutsche Agrarholding auch die DAH Energie. In der Vergangenheit geriet die Zech-Gruppe häufiger ins Visier der Öffentlichkeit, teilweise im Zusammenhang mit Spendenaffären, Vorteilnahmen und Bestechungen. Hintergrund sind verschiedene öffentliche Aufträge mit einem riesigen Volumen, die ihm zugespielt worden sind. Einen lesenswerten Artikel vom Spiegel verlinke ich euch in der Videobeschreibung. Heute wohnt Kurzech in der besten Adresse von Bremen, in der Markusallee. Mit seiner Ex-Frau Maya hat er 3 Kinder. 2021 kam es zur Scheidung. Kurzech liebt Fortbewegungsmittel aller Art. So ist er Besitzer einer 180-Fuß-Yacht mit dem Namen Severin. Wenn er sich nicht auf dem Asphalt oder Wasser fortbewegt, so sitzt er vermutlich in seinem Privatjet mit der Kennnummer DCECH oder ist mit einem seiner Sportwagen unterwegs. Ein lustiges Detail, Kurzech hat Bremen noch nie länger als 3 Wochen verlassen. Das hängt vor allem mit seinem Alltag zusammen. Dieser schaut ungefähr so aus. Es ist 8 Uhr, die erste Telefonkonferenz hat Zech schon hinter sich. Entschuldigen Sie die Unordnung in meinem Büro, sagt er und eilt über das Eichenparkett ins Eckzimmer. Auf der breiten Schreibtischplatte türmen sich Mappen, Klarsichthüllen, Aktenordner oder Hängeregister. Hunderte Projekte, lauter wilde Haufen. Sie lassen erahnen, wie es im Kopf des Unternehmers aussehen mag, wo eine Idee die nächste verdrängt. Täglich druckt Zechs Sekretärin seinen Terminkalender auf Papier aus. Viele Seiten. Zech trägt sie bei sich unter dem Sakko. Sie sind sein Taktgeber. Morgens Baustelle planen, dazu ein paar Anrufe. Vormittags Hotel entwerfen und Stadtumbau vorantreiben. Mittag mit Freunden bei Schnitzel und Weißwein neue Deals besprechen. Nachmittags die Zahlen von Tochterfirmen bewerten. Abends dann Werder-Spiel aus der Loge anschauen.
anderen Tags mit der Firmen-Cessna nach Sylt ins eigene Luxushotel. Auf dem Rückweg in Hamburg einen Reeder treffen, so geht das. Viel Tempo, häufig am Handy, bis zu 50 Telefonate am Tag, sagt er. Ob der Alltag nun überspitzt dargestellt ist oder nicht, spielt keine Rolle. Bei so vielen Unternehmen ist auf jeden Fall einiges los. Was mich außerdem sehr inspiriert ist, dass egal wo man durch Bremen durchfährt, man kommt automatisch an irgendwelchen Gebäuden von Kurt Zech vorbei, bei denen er irgendwie die Finger im Spiel hatte. Entweder gehört das Gebäude oder er hat dieses gebaut. Es ist auf jeden Fall ein Fußabdruck erkennbar. Der Mann hat wirklich die Stadt geprägt. Aktuell realisiert am Europahafen über 82.000 Bruttogeschossfläche und investiert mehr als 300 Millionen. Konkret entstehen hier bis zum Jahr 2021 zwei Wohngebäude, ein Mobilitätshaus mit Park- und Auflademöglichkeiten für Fahrräder und Autos und eine Unternehmenszentrale, in der unter anderem einige Firmen von Kurt Zech Platz nehmen werden. Ich finde es wahnsinnig beeindruckend, was Kurt Zech in einer Generation geschaffen hat. Die Vorgeschichte mit seinem Vater lassen wir jetzt mal außen vor. Aber heute spielt er ja unter den Top 5 der größten Bauträger Deutschlands. Und seine Konkurrenten oder seine Mitbewerber sind vergleichsweise viel früher gegründet worden. Zum Beispiel Strabag ist schon 1873 gegründet worden. Was ich besonders cool finde, ist es, dass er Unternehmen kauft, die vor dem Abgrund stehen. Anders als diese Heuschreckeninvestoren krallt er sich nicht irgendwelche Unternehmen, zerschlägt diese und zieht die letzten Euros raus, sondern er kauft Unternehmen, in denen er Potenzial sieht, in denen er gute Werte erkennt und baut diese Stück für Stück wieder auf. Und ja, finde ich total inspirierend und eine viel, viel bessere Herangehensweise. Wie man Unternehmen zerschlagen kann, das haben wir an dem Beispiel Galeria Karstadt Kaufhof gesehen. Ein Investor war zum Beispiel oder ist zum Beispiel René Benko. Folge zu ihm gibt es auch auf meinem YouTube-Kanal. Und was man sich außerdem mal vorstellen muss, ist, das Ganze passiert nicht nur in Deutschland, sondern wirklich weltweit. Also von Brasilien bis nach China ist er in verschiedensten Branchen aktiv. Und da irgendwie die Kontrolle zu halten, selbstverständlich führt er nicht diese einzelnen Niederlassungen, aber er muss regelmäßig Bilanzen überprüfen, gucken, dass die Unternehmen nicht an die Wand gefahren werden, dass die ja gute Profite erwirtschaften. Und darüber die Kontrolle und die Übersicht zu behalten, wirkt für mich wie eine Mammutsaufgabe. Schreibt mir auf jeden Fall mal in die Kommentare, was ihr zu Kurt Zech sagt. Lasst mir auf jeden Fall ein Like und ein Abo da. Diese Dokumentationen rauben wirklich extrem viel Zeit und Arbeit, aber ich habe super viel Spaß dabei und ich hoffe, ich kann euch dort einen Mehrwert stiften. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder einmal heißt From Rags to Riches.